Ja, liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt zur letzten Aufnahmesession von den drei süßen Freaks hier, Susi, Sissi und Amadeus Rockstein. Es ist die 100. Folge und die letzte Aufnahmesession. Ich hatte ja im Vorfeld geschrieben, dass wir diese Session hier auf jeden Fall abschließen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Folgen draus werden. Hängt auch ein bisschen vom System ab, wie mich das hier mehr oder weniger zufriedenstellt. 100 Folgen, ich schieße das mal hier ganz kurz ab. 100 Folgen, das ist, ich möchte mich im Vorfeld echt bei allen bedanken, die mir hier so treu irgendwie Kommentare geschrieben haben, die mich unterstützt haben, die mir gute Tipps und Ratschläge gegeben haben. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht in den 100 Folgen, wie es mir gemacht hat. Also es ist sehr schade, dass wir das jetzt hier beenden lassen müssen. Aber wie gesagt, mit dem System, so wie es läuft, werde ich das machen müssen. Und ja, wie gesagt, 100 Folgen. Ich weiß noch, wie gestern, als ich das Ganze angefangen habe und als Amadeus frisch in Bridgeport eingestiegen ist und eingezogen ist und wie wir letztendlich Susi kreiert haben, wie wir Sissi kreiert haben und hier alles in dem wunderschönen Apartment sich abgespielt hat. Also ich bin echt ein bisschen, wie gesagt, wehmütig. Das hatte ich ja schon gesagt. Das macht mich ein bisschen traurig, aber es ist halt so, wie es ist. Und ich denke mal, ich werde versuchen, eine neue Staffel zu machen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt erst ein paar andere Let's Plays machen will. Was ist hier los? Okay, die Laserpointern wieder. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure tolle Unterstützung und wie gesagt, es hat mir echt eine Menge Spaß gemacht. Ich habe ja in der letzten Folge, wie ihr gesehen habt, ist das Ganze abgeschmiert und da hatte ich in den Episoden, die rausgeflogen sind, unter anderem auch eine Geschichte über unsere süße kleine Sissi erzählt. Die will ich jetzt hier nochmal direkt nachschießen. Also diese kleine süße Maus, die ihr hier seht, die war irgendwann weg. Ne? Alle haben mehr oder weniger gesagt, oh, wo ist Sissi? Sissi ist verschwunden und die war einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage und wir hatten echt schon die Hoffnung aufgegeben und waren alle super traurig. Sissi war verschwunden und ja, das war echt ein kleines Drama und irgendwann, ein paar Tage später, kam ich dann nach Hause und ging dann letztendlich durch die Türe, durch unsere Eingangstüre und wer kam die Kellertreppe hochgeschossen? Die süße kleine Maus. Und, Moment, das machen wir mal ganz kurz hier auf Benutzer definiert. Und, oha, da ballert es direkt rein. Ja, wo war sie? Geht sie jagen oder was macht sie? Ganz kurz mal gucken. An Beute ranschleichen, das gucken wir uns kurz an. Ja, sie war, wie gesagt, weg und dann bin ich zu den Besitzern gegangen, zu den Jungs, die unten bei uns im Haus wohnen. Und natürlich alle super happy, dass Sissi wieder da war. Und was glaubt ihr, wo die Kurze gewesen ist? Die ist irgendwie, wie auch immer, hat sie sich aufgemacht, ob sie mit dem Wagen dahin gefahren ist, ob sie sich in ein Auto reingeschlichen hat. Wir wissen es nicht, wir können es nicht sagen. Sie ist auf jeden Fall zum Zoo gewandert. Das heißt, man hat sie gefunden und jetzt achtet, weil ich das ja letztes Mal erzählt hatte mit den Waschbären, sie ist im Gehege der Waschbären im städtischen Zoo aufgetaucht, hat sich's da gemütlich gemacht, hat mit den Waschbären wahrscheinlich eine coole Party gefeiert, auf jeden Fall, sie war wieder da und die Welt war wieder im Reinen und naja, so ist unsere süße Süssi, da geht die mal eben kurz in den Zoo und stattet den Waschbären einen Besuch ab. Das wollte ich kurz nachschießen, das war in der letzten Session durch den Absturz leider rausgefallen und ja, wie gesagt, die kleine Süße hier ist auf jeden Fall wieder da, es geht ihr gut und sie hat Späßchen. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wo sie sich hier ranschleicht. An Beute ranschleichen. Okay, ich werde mal gucken. Okay, da geht sie hoch. Ich werde mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Ich will ja versuchen, das hatte ich ja gesagt, im UGs eine Abschiedsparty zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das im UGs überhaupt geht. Okay, Rechnung sollten wir mal ganz dringend bezahlen. Werd jetzt hier nicht mehr zusehen, dass wir noch großartig was karrieretechnisch machen, denn wie gesagt, das ist die letzte Folge und wir haben 115.000, damit sollte auf jeden Fall, was ist das denn, ist das ein Hamster? Ein Beutetier, da gibt's echt, oha, bitte Sissi, nicht killen. Ja, vielleicht
Vielleicht haut er ja ab. Junge, mach dich auf die Socken, sonst wird's unangenehm. Naja, ich schätze mal, obwohl, ja, die ist jetzt eine gute Jägerin. Aber vielleicht tötet sie ihn ja nicht. Jetzt wird erstmal gerumbled. Rumble in the Jungle, nahe der U-Bahn-Station. Bin ich ja mal gespannt. Ich weiß ja nicht, ob die platt machen oder wie auch immer. Oder ob die dann... Oh, es dünkt mich, die hat sie gekriegt. Okay, der kleine Kerl ist abgehauen. Das ist gut, sie hat schon wieder eine Schlangenhaut dazu gekriegt. Warum auch immer man beim Versuch von diversen Tieren zu fangen eine Schlangenhaut an den Start kriegt, kann ich gar nicht sagen. Okay, da setzt sie sich erstmal hin, geht auf die Parkbank. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie sieht's denn mit Susi aus? Muss die gleich schackern? Ja, die muss schackern. Okay, machen wir noch. Bis 20 Uhr. Okay. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, was machen wir? Lassen wir sie noch schackern. Ich gucke mal ganz kurz. Ja, warum auch nicht? Die Party können wir auch hier am Sonntag noch veranstalten. Heute ist ja auch Sonntag im Real Life. Das heißt, gut, dann spielen wir den Tag noch durch. Ich hoffe, das System lässt mich. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich habe da so ein paar Sachen, die... Er will mit Susi plaudern, das lassen wir alles mal, weil das wird sowieso keiner mehr. Beziehungsweise die Staffel endet hier definitiv. Allerdings können wir noch ein paar coole Brötchen verdienen. So, für Trinkgeld spielen. Dann geht auch noch mal ein bisschen Jam, beziehungsweise ein bisschen was für die neue Kasse einspielen, damit wir auch in der neuen Folge, in der neuen Staffel quasi richtig gutes Grundkapital haben. Wo ist die Süße? Ach, die geht wieder nach Hause. Die will in der Badewanne spielen. Okay, und naja, wie gesagt, 100 Folgen hätte ich gar nicht gedacht, dass wir irgendwann so viel zusammenkriegen. Aber nun gut, es ist geworden. Und wie gesagt, würde das hier nicht so unrund laufen, dann denke ich mal, hätte man auch noch ein bisschen was mehr machen können. Es ist, wie ein Kommentator, ich glaube Jovas, geschrieben hat, auch ein bisschen, sagen wir mal, der Pep ist rausgegangen. Gut, das ist richtig, kann ich nicht widersprechen, weil, gut, es hat mich auch immer ein bisschen, sagen wir mal, unsicher gemacht. Ich wusste nicht, was kann ich machen, weil wie läuft das Stabilsystem, kackt es ab, kackt es nicht ab. So, auf dem Weg nach oben, ein Talentscout hat beim Training, nee, wir wollen kein Training. Es hat mich halt, es war kein befreites Spiel mehr, ne? Und insofern bin ich jetzt, wie gesagt, auf der Seite halt ganz froh, dass es jetzt hier auch zu Ende geht. Und natürlich mit einer Träne im Knopfloch, wie Helge Schneider sagen würde. Weil mir das hier doch sehr ans Herz gewachsen ist und weil ihr auch immer gut und nett kommentiert habt. Und ja, aber wie gesagt, es ist, wie es ist. Und ja... Ich bin auch ganz, ganz froh, dass es jetzt hier beendet wird, weil, wie gesagt, jetzt kann ich dann andere Sachen testen. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, mein Monkey Island Special Edition werde ich auf jeden Fall weitermachen. Da ist ja erst eine Folge draußen und das wird in der nächsten Woche dann, denke ich mal, passieren. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie lange diese Session hier wird. Ich denke mal, 2-3 Folgen werden wir machen. Und gut, was ist mit der Süßen? Sie geht sich ein Kratzen. Okay. So, wann genau muss Susi schackern? Ich glaube um 16 Uhr. Das heißt, sie hat noch 2,5 Stunden. Okay. Barmadeus Shepherds, das ist gut. Wir brauchen auch Asche, denn ich habe ein schönes Häuschen in... Wie heißt das? Dieses Kaff da bei den einfach nur tierisch. Gut, Sissi reagiert vermutlich neutral. Ja, hat sich ausneutralisiert. Okay. Da wird sich die Pfote gekratzt. So, ich wollte noch mal ganz kurz was testen. Und zwar bei der guten Sissi im Inventar. Können wir das hier reinziehen, den Ball? Okay, wo ist der zweite? Weil mich doch interessieren würde, ob da echt nur diese 2 Spielzeuge drin sind. Ja, es sind tatsächlich nur 2 Spielzeuge drin, selbst wenn man die ins Inventar packt. Verstehe ich nicht ganz. Hier sind so schöne, bunte, lustige Sachen drin. Hatte ich ja schon mal gesagt und... Was man letztendlich rausholen kann, sind 2, naja, Bälle. Okay, der Kratzbaum, glaube ich, macht es auch nicht mehr lange. Er sieht auf jeden Fall sehr mitgenommen aus. Okay, so.
Okay, wir machen zwischenzeitlich einmal, wie gehabt, grüne Suppe oder auch besser gesagt, Pommes. So, wer geht da in die U-Bahn? Wer fährt da? Hallo, da ist der Eiswagen. Schön. Ist das Miss Varela? Jawohl. Miss Lizzie Varela. Wir landen genau auf dem Arsch von Miss Varela. Nette Sache. Das A-Wort habe ich nicht gesagt, das habt ihr euch gerade eingebildet, aber gut. So, 47 Pfeifen, das heißt, er rockt gut. Geht sie jetzt rein und guckt sich das an oder was macht sie jetzt? Yeah. Nee, sie bleibt brav davor stehen. Okay, Susis Fahrgemeinschaft fährt gleich. Da es jetzt hier schon wieder leicht anruckelt, bitte ich zu entschuldigen, dass ich jetzt gleich zu Beginn, und ich möchte nicht, dass diese 100. Schlussstaffel ein paar Lecks hat. Ich möchte das ganz kurz mal speichern. Insofern ein kleines Speicherpäuschen. So, da sind wir auch schon wieder. Wobei, es ist jetzt Samstag 14.20 Uhr. Ich will mal gucken, weil Amadeus ist ja letztes Mal mehr oder weniger bei dem Osborne gewesen. Gut, da ist eine Party. Ich will nur mal gucken, ob er das jetzt machen kann, ob der Osborne jetzt zu Hause ist. Weil waren wir ja letztes Mal da und das hat nicht ganz geklappt. Soll er mal machen. Kohle, denke ich mal, haben wir genug für das neue Kaff. Und insofern kommt er. Hallo? Ach so, ich bin auf Pause. Ich habe schon voll die Paranoia hier. Gut, er hat immerhin trotzdem 1178 Pfeifen verdient. Das ist nicht schlecht. Okay, in der kurzen Zeit sogar echt eine ganz coole Nummer. So, den Hund nehmen wir mal raus. Kann er bei Susi ein bisschen rumplaudern, plaudern. So, die rote Zitrone, da ist sie nochmal. Bewundert sie. Wir werden sie nicht mehr so oft sehen. Beziehungsweise, wenn ich das neue Spiel natürlich anfange, beziehungsweise die neue Staffel, werden wir natürlich erstmal mit der roten Zitrone starten. Denn ich werde auch die, mal ganz kurz gucken, ob er da jetzt reinkommt. Okay, Besuch davon alleine. Ich werde auch dieses Haus, so wie es ist, nochmal hochladen. Also wer Bock hat, die drei hier zu spielen, unter der Rubrik bei den Sims direkt Rockstar, werdet ihr die auf jeden Fall finden. Könnt ihr euch runterladen, vielleicht habt ihr ja Bock drauf. Wie gesagt, ich werde die auf jeden Fall hochballern. Und? Und? Ist er da? Ist er nicht da? Machen wir nochmal. Residenz anrufen, Freddy Osborne. Komm, Amadeus. Okay, der scheint wieder nicht da zu sein. Okay, nee, der ist nicht da, in der Tat. Das ist natürlich echt... Wo treibt der sich denn wohl rum? Der gute Mr. Osborne. Aha. Was macht Amadeus jetzt? Was haben wir denn sonst noch hier? Okay. Da ist eine U-Bahn, dann geht er nochmal ein bisschen spielen. Gehen wir gleich nochmal hin, weil das würde ich doch ganz gerne sehen, was da so an Tieren am Start ist. So, Sissi, was macht die denn da? Überreichen an Oha. Das wird ein Desaster. Das hatten wir ja schon mal, da ist Susi richtig schlecht geworden. Wem will sie das denn wohl überreichen? Ja, hier ist irgendwie keine Sau. So, gute Manieren. Okay. Da kriegt sie das Lob, dass sie das Buch brav gelesen hat. So, aber siehst du, wem willst du denn bitte überreichen? Ich glaube, das weiß sie selber nicht so genau. Schlangenhaut. Da will man ein harmloses Nagetier oder einen Käfer fangen und erwischt eine Schlangenhaut. Das ist schon ein bisschen surreal, aber gut. So, sie läuft da irgendwie ein bisschen irritiert in der Gegend rum. Was kann sie denn hier machen? Kann sie gar nichts machen? Kann sie denn hier am Baum ein bisschen kratzen? Kann sie? Kann sie nicht? Okay. Ja, siehst du, was los hier? Susi ist weg. Okay, nehmen wir das mal raus. Mal gucken, was sie jetzt macht.
Schlangenhaut. Das ist ein Quatsch, ey. So, gut. Da putzt sie sich das Pfötchen. Die Schlangenhaut können wir erstmal liegen lassen.